bin der Martin Häusler, ich bin ein Fotograf, komme aus Heidelberg, lebe aber vorwiegend in Los Angeles, mache immer wieder Projekte in Deutschland. Und wir haben heute gerade ein Shooting mit dem Uwe Ochsenknecht hier in Mannheim gemacht. Da geht es um neue Pressebilder. Er hat mir erzählt, er hat nächstes Jahr drei Spielfilme, die in die Kinos kommen. Und da gibt es natürlich viel Magazinanfragen und so weiter und so fort. Und da haben wir eben in meinem Style, sag ich mal, Porträts, ein paar coole Sachen mit ihm gemacht. Hatten wenig Zeit, leider. Jetzt ist gerade irgendwie 16.30 Uhr. Uwe sitzt schon wieder im Zug nach München zu seinem nächsten Meeting. Und wir hatten irgendwie 4-5 Stunden heute Zeit, aber das reicht eigentlich vollkommen aus. Vor allem, wenn man, ihr seht es ja hier im Hintergrund vielleicht, hier steht noch ein kleines Studio, wenn man wie wir heute Morgen schon vorgebaut haben. Also wir hatten 2-3 Sets schon stehen und zum Glück kann man mit Uwe auch sehr entspannt arbeiten und das lief eigentlich ganz flüssig. Wie kann man sowas irgendwie organisieren? Ganz einfach, wir waren natürlich früher dran, meine Jungs, also zwei Assistenten und die Maske und ich. Und wir haben hier schon eigentlich drei Sets vorgebaut, ziemlich viel Licht mitgebracht und haben wir uns schon vorher, 2 Stunden vorher aufgebaut und waren quasi, als der Uwe dann kam und in der Maske war, waren wir schon wirklich camera ready und konnten fotografieren. Wir sind ja übrigens im Side Hotel in Mannheim und im Station Hotel, die gehören zusammen. Das sind zwei sehr coole Boutique Hotels, seht ihr auf den Bildern und auf den Aufnahmen. Ja, und passt ganz gut. Der Uwe ist auch ein verrückter Vogel, ich auch. Also von da gesehen war das eine tolle Location für uns. Alles super gut. Machen wir gerade weiter, Uwe. Alles top. Bin begeistert. Da lacht er. So, jetzt. Also wir hatten heute eigentlich ein relativ kleines Team. Wir hatten zwei Assistenten, die habe ich immer dabei. Also ohne zwei Fotoassistenten arbeite ich fast nie. Nicht, weil ich keine Koffer schleppen will oder sowas. Das mache ich hier, habt ihr ja vielleicht gesehen, zur Genüge selbst. Aber einfach, weil gerade wenn man wenig Zeit hat, muss sehr schnell umgebaut werden. Egal, wie viel Licht man hier hat. Also wir hatten heute Licht für drei parallele Sets dabei. Aber es muss schnell gehen. Man braucht Jungs, die Handgriffe kennen. Und das ist eigentlich mein Standardbesteck. Meine Kameras mache ich ohnehin immer selbst, außer ein Objektivwechsel manchmal, wenn es schnell geht. Und dann hatten wir noch eine Maske, eine Visagistin dabei, die Svetlana, die kommt hier aus Mannheim, die ist ab und zu mal in meinem Team, wenn wir in Deutschland sind. Und das war es schon gewesen. Ja. Uwe kommt alleine, kam alleine, braucht nichts außer seine Outfits, die haben wir auch noch bekommen, hier aus Mannheim teilweise. Aber das haben wir gestern gemacht, da kam ein Stylist und wir haben ihm ein paar Anzüge schnell hier zurechtgeschneidert. Ich habe mir natürlich die Location hier vorher angeschaut, das ist auch meine Aufgabe als Fotograf, zumindest in der Großzahl der Shootings, die ich mache und überlege mir dann ungefähr, wo kann ich arbeiten, wo passt's, wo geht's auch logistisch. Also hier ist ein Hotelbetrieb. Wir waren in Hotellobbys heute. Wo kann man absperren, wo nicht? Das ging aber super und die Hotels hier waren super kooperativ und haben uns sehr gut geholfen. Und dann im Endeffekt komme ich vor Ort. Ich mache mir keinen großen Plan. Ich überlege mir grob so, was für einen Look möchte ich fotografieren. Ja, irgendwie jetzt, was für eine Art von Licht, hartes Licht, weiches Licht, sehr punchy, also macht jetzt der Uwe in dem Fall heute. Agiert er wirklich viel, also als Schauspieler spielt er eine Rolle, macht er was oder ist einfach nur, es ist wirklich sehr nahe Porträtshootings und danach, da habe ich dann schon so meine Licht-Setups im Kopf und dann fange ich an zu bauen und dann messen wir das ein und dann wird noch eigentlich sehr viel improvisiert. Also ich plane sowas nur bedingt, ich freue mich, dass ich mich da nicht so vorher immer festlege, weil ich eigentlich finde, dass das einfach sehr oft entsteht. Ja, und ich leuchte eben dann ein mit einem Assistenten im Set drin. Heute ging das alles sehr schnell, pro Set vielleicht 5 bis 10 Minuten. Manchmal geht sowas eine Stunde, wenn man mehr Zeit hat. Das waren jetzt auch heute nicht die aufwendigsten Sets, die ich fotografiert habe in meinem Leben, aber darum ging es auch nicht. Ja, es ging um einfach viel Material für Uwe und seine PR nächstes Jahr. Und somit haben wir das mit den zeitlichen Möglichkeiten hier gestemmt. Herr Ochsenknecht, wir sind soweit. Ich würde jetzt gerne, wenn es geht, bei dir wieder rübergehen wieder. Dir den Anzug anziehen, wahrscheinlich den grauen, und kurz dich nochmal retouchen lassen, das wird Lana, und dann können wir loslegen. Weiß nicht, entweder ich dachte vielleicht sogar das braune Hemd, weißt du, was wir haben bügeln lassen. Oder ein schwarzes Shirt würde auch gehen beim grauen Anzug. Gucken wir mal, wie es aussieht. Ja, mach mal ruhig Hemd, weil wir haben ein schickes Set hier und ich zeig's dir gleich. Ja, ciao. Ja, der ist da ähnlich wie ich, also jetzt unabhängig mal vom Technischen, wo er sich nur auskennt. Er weiß, was er will, er hat eine Vision und ist sehr entspannt und locker während den Aufnahmen. Das heißt, er sagt, guck, machen wir kurz so, machen wir so, und dann klappt es ziemlich schnell und unkompliziert. Das mag ich sehr gern.
Es gibt genügend Fotografen, die sich hinstellen und sagen, ja, hast du eine Idee, was wir machen? Ja, hat auf die Schnelle die Locations ausgesucht. Und wir müssen auch die Farben stimmen mit den Kleidern und dem Hintergrund und so. Und das hat alles sehr schnell und sehr geschmackvoll ausgesucht. Er weiß, was er will. Gute Fotos zu machen, das ist ja oft der Moment der Zehntelsekunde. Ja. Und das muss ein Fotograf eben auch drauf haben, dass er halt dann abdrückt, wenn dieser Moment gerade zu sehen ist. Ne. Und was ich so auf die Schnelle mal gesehen habe, jetzt an den Fotos, die wir gemacht haben, gefällt mir sehr gut. Da gibt es durchaus Momente und Gesichtsausdrücke und Situationen, die ich auch noch nicht so kannte von mir und mit mir. Und das ist interessant. Ja, also die Fototechnik ist insofern nebensächlich, dass ich natürlich schon meine Kameras, meine Objektive, mein Licht sehr gut kenne und eigentlich 100% weiß, was ich da tue. Aber ich, für mich ist wichtig, also ich denke, das ist also gerade in der Branche, in der ich bin, in der Unterhaltungsbranche, wo oft wenig Zeit ist, dass jetzt die Leute, das Talent, so sagt man in Amerika, vor der Kamera eigentlich damit nicht viel zu tun hat. So, dass eigentlich der Fotografierte nicht großartig warten muss, nicht viel mitbekommen von Lichtschraubereien, Nacheinstellereien. Das macht man so, aber es geht darum, dass man ein Set sehr schnell stehen hat. Und natürlich weiß ich sehr genau, was ich tue. Deswegen ist meine Fototechnik oder auch meine Kameras, ich arbeite mit Mittelformatkameras, die auch ein bisschen langsamer sind als jetzt irgendwie eine Vollformatkamera. Das ist schon sehr wichtig, aber wichtig ist, dass es eigentlich auf dem Set keine Rolle spielt. So. Und wenn überhaupt, spielt es eine Rolle beim Setaufbau. Wenn wir dann wirklich fotografieren, darf sowas nicht mehr, außer mal ein Objektivwechsel, im Vordergrund stehen. Das ist wichtig, weil sonst verlieren natürlich die Leute vor der Kamera die Lust, ja, und auch die Spannung. Also wenn ich die Möglichkeit habe, fotografiere ich eigentlich mittlerweile immer in meinen Rechner rein. Einfach, weil ich viel mehr Kontrolle habe. Früher war ich davon überhaupt kein Fan. Also ich fand das früher eher doof, muss ich sagen. Aber du hast mehr Kontrolle. Du kannst vor allem schon mal einen Grundlook machen. Ich mache den aber oft auch wirklich in Schwarz-Weiß. Heute weiß ich gar nicht, habe ich zweimal gemacht. Schwarz-Weiß deswegen, bei mir kam das daher, dass ich früher mit Filmkameras gearbeitet habe, in den 90ern. In den 90ern habe ich da Musikvideos gedreht. Und ein Sucher war eigentlich immer Schwarz-Weiß. Und das ist eigentlich für mich immer auch das Beste, um ein Bild zu beurteilen. Du siehst Kontraste, du siehst Belichtung, du siehst, wo brennt es aus. Die Farben kannst du beurteilen, wenn du auf das Set schaust mit dem Auge. Aber es ist natürlich auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man schon grob mal ganz schnell, jetzt, ich arbeite mit Lightroom. Und da gibt es eben auch ein Plugin für die Hasselblad-Kameras, die ich benutze, wenn du da ganz schnell irgendwie mal sehen kannst, in welche Richtung kommt das Ganze. Ja, und das hilft natürlich. Und wenn man indoor ist, wie hier in einem Hotel, wo man auch Stromversorgung hat und all die Sachen, gibt es nichts Besseres. Und das sollte man auch wirklich tun, dann würde ich mal sagen. Ja. Heute ist es für mich so, dass ich eigentlich weniger Wert lege auf meinen Look meiner Bilder. Also dass das Ganze, was da so drumherum mit tollem Fotografie passiert. Das ist ja immer noch auf einem hohen Level, aber dass ich mich da gar nicht so reinknie und dass es mir wichtiger ist, dass das, was ich da mit den Leuten machen kann vor der Kamera, auch irgendwie witzig ist. Oder wir haben Uwe vorhin ja irgendwie da auf den Kamin gesetzt mit so einem Hirschgeweih und so ein paar Geschichten und dass auch die Idee irgendwie gut ist von dem Foto. Ja? Die Bilder sind im Kasten und ja, wie geht es weiter? Im Endeffekt, ich meine, wir müssen mal gucken. Es gibt Kontaktabzüge, also heute per PDF. Ich gehe normalerweise meine ganzen Bilder durch. Schmeiß die raus, die irgendwie technisch komplett daneben sind, Schärfe verhauen oder keine Ahnung. Also gibt es ja schon Bilder, die einfach rein technisch nicht funktionieren. Sonst lasse ich immer alles drin, weil ich möchte dann schon, dass der Fotografierte oder auch sein Management, auch bei Uwe in dem Fall, ich nehme an, er wird sie bekommen, und seine Managerin. Und dann werden wir eine Bildauswahl treffen, oft gemeinsam. Ich werde auch meine Favorites markieren, also es ist auch oft gewünscht, weil natürlich schaue ich als Fotograf wieder ganz anders drauf. Und ja, dann wählen wir eine gewisse Anzahl aus. Ich weiß noch gar nicht, wie viel. Dann werden die bearbeitet. Von heute, denke ich mal, wird es Looks geben, wo wir schon einiges machen in der Post-Production. Aber ein, zwei Sachen, da werde ich gar nichts machen. Das weiß ich jetzt schon, weil ich die einfach auch wirklich sehr authentisch haben möchte. Vielleicht in 3-4 Wochen ist der ganze Kram fertig. Und dann gehen die Bilder, denke ich mal, nächstes Jahr irgendwie raus an die Presse für Interviews von Uwe, Magazine. Deine blauen Augen und der grüne Hintergrund, das ist doch schon mal ziemlich geil. So. Ich habe grüne Augen. Ja, auch in diesem Film einen doppelten Espresso von einem Side-Hotel in Mannheim. Was erwartest du von dem Shooting? Ich erwarte, dass ich Hammer aussehe. Ja, vor allen Dingen. Ja. Du musst mal schon ein bisschen lauter werden, wenn du mich auch noch verstehst. Oder kannst du bloß noch L.A. Englisch babble?
So, hello? Oh, really? Hello? Like, fuck you, Arschloch. Okay, mal dahin bitte, das gleiche noch. Ich bin jetzt, der ist Arschloch, der Malte. Alles Arschlöcher. Wo ist denn du? Der mit der Scheißfilmerei. Hey, jetzt auf mit dem Scheißdreck. Alles wird alles rausschnitten. Svetlana, keine Fotos, nicht auf Facebook. Hey.